Kommt jetzt das, was wir bei den letzten vier US-Wahlen gesehen haben, nämlich dass die Aktienmärkte vor diesen Wahlen nochmal in die Knie gehen, um dann kurz vor dem Wahltermin eine Rallye zu zeigen und dynamisch weiter zu steigen. Dann mehr oder weniger bis Jahresende. Bisher jedenfalls hat sich der Markt dann ab der zweiten Hälfte nicht mehr an die Saisonalität in Wahljahren gehalten. Normalerweise ist der September schwach, war diesmal nicht der Fall. Normalerweise ist auch der Oktober schwach, ist auch diesmal nicht so richtig der Fall, bis auf vielleicht das, was jetzt noch kommt. Denn wir sehen negative Futures in den USA nach den Zahlen von Meta und vor allem Microsoft, deren Wachstumspotenzial in Sachen Cloud sich zu verlangsamen scheint. Und eins ist vom Markt nicht zu verzeihen, wenn du extrem hoch bewertete Unternehmen hast und die wachsen dann nicht mehr richtig. Von Apple und Tesla wollen wir da gar nicht reden, die stagnieren im Prinzip seit Jahren. Also schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Hier sehen wir dieses Muster 220er Election, Plums, Rune und dann am Wahltag oder kurz vor dem Wahltag nach Obbe. Das gleiche hatten wir 2012 mit ähnlichem Muster, das gleiche hatten wir 2016 mit ähnlichem Muster, sogar in dem Crashjahr 2008 haben wir das ähnlich gesehen. Also immer wieder das Bedürfnis, offenkundig vorher die Chips vom Tisch zu nehmen, und ich hatte hier diese Grafik schon mal gezeigt, wurde ich gescholten, war es. Hier die Dickfische, die verkaufen so stark wie seit 9 Jahren nicht mehr. Wie kann es dann sein, dass der Markt trotzdem weiter gestiegen ist? Weil das ist die Umfrage der Bank of America unter Großinvestoren. Da musst du schon mal mindestens 1 Milliarde under Management haben, sonst wirst du da überhaupt gar nicht so krockt, nicht wahr? Und, aber es gibt noch viele andere Player, Hedgefonds, Pensionskassen, Blip und Blab, natürlich die private Trader, die über Optionen immer mehr wirklich an den Märkten bewegen. Also das jedenfalls haben die Dickfische gemacht, die haben im Vorfeld dieser Wahlen die Gelder rausgezogen. Und apropos Wahlen, hier sehen wir der Republican Basket von Goldman Sachs auf neuem Allzeithoch, während der Democratic Policy Basket auf seinen Tiefs handelt. Das heißt, hier nochmal praktisch der Beleg, dass die Märkte erwarten, dass Donald Trump es schaffen wird, die Republikaner gewinnen werden. Ganz im Gegensatz zu den Deutschen. Wer recht hat, werden wir dann sehen. Auch die Märkte können sich irren. Gar keine Frage. Aber das zumindest ist das, was die Märkte hier spielen. Und apropos Donald Trump, ich hatte diese Sache schon erzählt, die derzeit großes Aufsehen in den USA erregt. Da hatte ja so ein Komiker bei diesem Auftritt von Trump in New York sozusagen Puerto Rico als Haufen Müll bezeichnet, daraufhin Biden angesprochen, was hältst du davon? Ja, hat er so ein bisschen gesagt, der Trump, der kümmert sich nicht um die Latinos, und wenn überhaupt, dann sind mehr oder weniger die Anhänger von Trump Garbage, also Müll. Und das hat jetzt Donald Trump wieder genutzt als Vorlage, um mit einem Müllwagen hier zu fahren und dort sich den Fragen der Presse zu stellen. Mr. Ramaswamy, der auch eine bedeutende Rolle spielte, hat dann einen Müllmann interviewt, der sagte, also ich fühlte mich und fühle mich sozusagen nicht respektiert, disrespected und so weiter. Also das schlägt derzeit große Wellen in den USA. Aber es zeigt, dass die Republikaner offenkundig dieses Momentum haben. Denen fällt was ein, die machen irgendwie Spaß. Und das ist das, was die Amerikaner latent ganz gut finden. Aber wir werden sehen, was bei dieser Wahl passiert. Wir haben gesehen gestern, was passiert an der Wall Street. Wir sehen vor allem Tech-Werte relativ schwach. Wir sehen Nasdaq 100 schwach. Und das, obwohl wir ja am vorgestern die Google-Zahlen hatten und Google auch deutlich im Plus. Aber wir sehen, dass Apple im Minus ist. Wir haben dann eine Microsoft zunächst im Plus gesehen. Aber das Ganze hat sich dann gedreht nachbörslich. Die Zahlen kamen, waren ordentlich. Aktien noch ein bisschen gestiegen, aber dann Aussagen im Conference Call, also dem Call mit den Analysten, wo man sagte, ja, mit der Cloud, das Wachstum, das könnte weiter abnehmen, also das Cloud-Wachstum. Cloud wird weiter wachsen, aber eben langsamer. Und das eben genau ist das Problem, wenn etwas nicht mehr in dieser Dynamik der Fall ist, dann stellt man die Frage nach der Bewertung. Die Microsoft-Aktie dann roundabout 4% nachbörslich noch gefallen und auch gefallen, wenn auch nicht dramatisch ist, Meta nach den Zahlen. Die Zahlen waren okay.
Aber das sind ein paar Auffälligkeiten, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Zum Beispiel Reality Labs, also diese virtuelle Realitätgeschichte von Mark Zuckerberg, hat allein in einem Quartal 4,4 Milliarden Dollar Verlust gemacht. Und man hat Umsatz gemacht in einem Jahr von 270 Millionen. Also man macht Umsatz 270 Millionen und fährt einen Verlust ein mit der Reality Labs von 4,4 Milliarden. Und das geht schon viele Jahre so. Hier habe ich unten das mal nach Quartalen hier Ihnen dargestellt. Also das ist ein Verlustgeschäft seit vielen Jahren. Und irgendwann wird sich Mark Zuckerberg überlegen müssen, naja, wenn wir das nicht mal nur ansatzweise profitabel kriegen, vielleicht lassen wir es dann. Und der zweite auffallende Punkt ist, dass Meta deutlich weniger investiert, als man eigentlich erwartet und vorausgesehen hat. Und das ist in den letzten beiden Quartalen so gewesen. Und das bedeutet konkret, obwohl jetzt Meta wieder in diesem Earnings Call gesagt hat oder bei den Zahlen gesagt hat, wir erwarten, dass wir ganz, ganz viel investieren wegen KI und so, dass man faktisch dann doch weniger investiert, als man vorher sagt. Und das ist die letzten zwei Quartale jetzt so gewesen. Vielleicht, weil man merkt, so richtig viel Geld kriegen wir nicht aus der ganzen Geschichte raus. Man sagt, okay, wir haben durch KI unsere Algorithmen verbessert, sodass die Leute länger zum Beispiel auf unseren Plattformen bleiben, was uns dann wieder Einnahmen bringt. Aber das, was man da an Milliarden investiert, das ist durch solch kleinen Schnickschnack eben nicht wirklich zu rechtfertigen oder zumindest nicht betriebswirtschaftlich zu rechnen. Und so sehen wir interessanterweise, dass Meta wieder mehr Geld ausgibt, um seine eigenen Aktien zu kaufen, als in vor allem KI zu investieren. Interessanterweise, das ist so ein Zeichen, dass die Dinge vielleicht sich ein bisschen müde gelaufen haben in Sachen Investitionen in KI. Das sehen wir hier auch. Wir hatten erst die Telekom-Bubble, dann hatten wir die Haus-Bubble, dann hatten wir die Stake Revolution. Also hatten praktisch hier immer diese Investitionszyklen. Jetzt haben wir die AI-Frenzy, also die KI, den KI-Hype. Und wahrscheinlich sind wir jetzt so mehr oder weniger am Top dieses KI-Hypes. Dafür würde ich sprechen, dass wir heute zum Beispiel gesehen haben, dass die Chip-Produktion in Südkorea, ja auch ein bedeutender Chip-Produzent, das erste Mal jetzt seit einem Jahr rückläufig ist, also auch hier nicht mehr dieses große Wachstum erkennbar ist. Und Wachstum brauchst du, wenn du eben solche Bewertungen hast. Heute natürlich wichtig Amazon und Apple, auch Intel wird man beachten. Und wir sehen Amazon, ja, das teuerste Unternehmen, noch sogar hinter Nvidia. Und der Apple auch nicht gerade günstig für ein stagnierendes Geschäftsmodell mit einem Kursgewinnverhältnis von 29. Und jetzt nochmal zurück zur US-Wahl. Und wir haben ja gestern den ADP-Arbeitsmarktbericht gesehen, der viel besser war als erwartet, mit 233.000 Stellen statt eigentlich erwartet 114. Also 6er Standardabweichung, kommt sehr, sehr selten vor. Und was war der Grund mal wieder? Seasonal Adjustments. Wir haben jetzt die größte Seasonal Adjusted Zahl gesehen, oder man hat so stark an dieser saisonalen Anpassung gedreht, jetzt in diesem Oktober, wie noch nie zuvor. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man weiß, dass ADP den Demokraten latent nahe steht, und dann haben die gesagt, saisonal, gell? Also wir haben die Simurin, dass saisonal irgendwie da viel mehr Stellen entstanden sind, gell? Dann rechnen wir das doch einmal auch so aus, gell? Und so ist es gekommen, dass man dann eine Bombenzahl hat, gell? Und dummerweise sinken dann die Zinssenkungserwartungen, was auch wieder nicht so gut ist, weil dann die Kapitalmarktzinsen weiter steigen. Also hat Janet Yellen gesagt, na gut, dann müssen wir halt auch wieder ein bisschen Staatsanleihen kaufen wegen der Liquidität und so, gell? Also wir sehen, man ist da in einer blöden Situation. Auf der einen Seite will man tolle Daten vor den Wahlen, auf der anderen Seite bringt das die Kapitalmarktzinsen nach oben. Wenn wir uns das realistischere Bild anschauen, sehen wir zum Beispiel die Layoffs, Challenger Layoffs. Und da sehen wir 160.000 im September. Das war jetzt der zweithöchste Wert in 4 Jahren. Wir haben jetzt mehr Entlassungen, 42% mehr Entlassungen als in den letzten 3 Jahren durchschnittlich. Also wir sehen, das Ganze, das nimmt jetzt an Fahrt auf. Wir haben jetzt zum Beispiel
Die Layoff Rate, also praktisch die Number of Layoffs in Relation zur gesamten Beschäftigung, ist auf 1,2% gestiegen. Höchster Wert seit Dezember 2020. Also so ganz koscher scheinen mir die Daten von gestern wieder nicht zu sein, wie überhaupt ja diese Arbeitsmarktdaten in den USA, die Non-Farm Payrolls, im Grunde, naja, ob man Klopapier kauft und das dafür verwendet oder um da eine Zahl drauf zu schreiben oder eben wie auch immer das gewürfelt ist durch Seasonal Adjustments, Birth Death Model, kann man eigentlich vergessen, die Zahl, aber die Märkte gucken drauf und morgen kommen die, ja, und jetzt die Erwartung 100.000 neue Stellen wegen Orkanen und so schnipp und schnapp, aber die Biden-Administration wird sich vielleicht bemühen, hier saisonal ein bisschen zu adjustieren und zu sagen, diese Hurricanes, die haben nie stattgefunden, nicht wahr, also die haben wir jetzt mal rausgerechnet, saisonal angepasst in gewisser Weise, Trump würde das wahrscheinlich ähnlich machen, verstehen Sie das nicht falsch, aber es zeigt eben, dass auf diese Daten grundsätzlich kein Verlass ist. Mehr Verlass ist auf die PCE-Daten, die heute kommen, also die Inflationsdaten, Personal Consumption Expenditure, auf die die Fed sehr, sehr genau achtet. Und wir sehen in der Headline erwartet eine 0,18 im Median und 2,1% zum Vorjahresmonat und Kernrate 0,26 wäre also gerundet 0,3. Und Core Ex-Housing, also Super Core, diese von der Fed sehr stark beachtete Größe über 3% zum Vorjahresmonat. Also das ist jetzt nicht eine Steilvorlage, wenn es um und bei so kommt, was die Banken erwarten, um zwingend jetzt nochmal die Zinsen deutlich zu senken. Und wenn wir uns jetzt mal zurücklehnen und uns anschauen, was eigentlich dieses Jahr bisher gebracht hat, dann haben wir 22% Anstieg im S&P, 47 Allzeithochs in diesem Jahr, Bitcoin, Nasdaq und Utilities auf Allzeithoch, Gold 34% gestiegen, Silver 43% gestiegen, Ölpreise latent abverkauft, 71% der globalen Zentralbanken haben die Zinsen gesenkt, die USA haben das drittgrößte Defizit in ihrer Geschichte gemacht. Wir haben in den USA 1 Million Fulltime-Jobs verloren im letzten Jahr, Vollzeitstellen also. Die Jobs wurden ja nach unten revidiert, als gäbe es keinen Morgen, so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Sie wissen ja, diese Revisions, über 800.000 Stellen, die gar nie existiert haben, dann noch dazu die Vormonate, die nach unten revidiert wurden. Dann sehen wir Stock Exposure der Amerikaner, 48%, höchster Wert mit der Dotcom-Blase zusammen. Wir sehen Share of Consumers Expecting Higher Stock Prices, höchster Wert ever, während gleichzeitig die Insider, die Executives verkaufen wie praktisch noch nie. Die Konzentration im Tech-Markt ist extrem. Wir haben die Kerninflation seit 41 Monaten über 3%. Und wir haben so viele Bankrotte wie fast seit 14 Jahren nicht mehr, zweithöchster Wert seit 14 Jahren. Gleichzeitig aber wächst die Wirtschaft angeblich um 3% und all das sorgt für Bewertungen, wie wir sie eben zuletzt bei der Dotcom-Blase gesehen haben. Also wir sehen, das ist schon eine etwas merkwürdige Geschichte, die hier der Fall ist und die Stimmung ist ganz gut. Wir sehen Anteil der Bullen wieder etwas zugenommen auf knapp 40%, die Bären allerdings auch leicht zugelegt auf 30%. Also die Spaltung wird ein bisschen größer, aber hier sehen wir mal diese Umfrage der Uni Michigan, 12-Monats-Erwartungen für höhere Aktienmarktpreise, also für höhere Kurse bei Aktien ist es so hoch wie never ever before. Das in einer Situation, wo, wo die Equity Risk Premium, also praktisch die Prämie, die ich kriege, die Risikoprämie, die ich kriege, wenn ich in Aktien gehe, ist negativ. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ist höher als die Dividendenrendite im S&P 500. Also man könnte sagen, ist ein bisschen teuer vielleicht. Und wenn wir uns mal charttechnisch anschauen, was da los ist, sehen wir, wir sind so ein bisschen aus diesem Aufwärtstrend rausgefallen, den wo wir praktisch seit Anfang August haben formen können. Wenn wir jetzt nochmal nach Japan gucken, Yen mit einer ziemlich deutlichen Aufwertung,
nachdem offenkundig Ueda, der Notenbankchef, gesagt hat, also nicht so schön, dass der Yen schwach ist, gell? Wir beobachten die Auswirkungen in einem schwachen Yen sehr genau, weil schwacher Yen heißt ja für die Japanesen praktisch mehr Inflation, weil du musst Öl kaufen, wenn du japanische Regierung bist, das müsst du in Dollar machen, wenn du einen schwachen Yen hast zum Dollar, dann zahlst du mehr, das bringt die Preise nach oben und so droht man an, also wir können jederzeit die Zinsen anheben, gell, wenn wir wollen. Wollen wir aber nicht, gell, weil wir können die Zinsen ja nur anheben, wenn die Märkte uns das verzeihen. Das tun sie nicht, also werden wir die Zinsen nicht anheben, aber das sagt er natürlich nicht, gell, aber er schaut genau auf die FX-Moves. Der Yen ist ja ziemlich stark abverkauft worden wieder in diesem Monat und wir haben Zahlen aus China, wo wir das verarbeitende Gewerbe stagnierend sehen, 50,1, also minimal Wachstum, aber ein Ticken besser als erwartet. Der Dienstleister dagegen ein Ticken schwächer als erwartet. Wir sehen hier, dass die Dinge, naja, eher so um das Nullwachstum herum passieren, weswegen es natürlich normal ist, dass die Wirtschaft um 5% wachsen wird, wie Xi Jinping jetzt nochmal gesagt hat. Die Chinesen sind ja die einzigen, die schon am 1. Januar wissen, wie am Ende des Jahres ihre Wirtschaft performt haben wird. Da sehen wir asiatische Weisheit, meine Damen und Herren. Zwei Weisheiten in Form von Artikeln hier. MicroStrategy, diese Firma, die ja permanent Bitcoin kauft. Und interessant ist, dass Bitcoin gestiegen ist, aber MicroStrategy die Aktie trotzdem gefallen ist. Was ist da los? Jetzt will man nur für 42 Milliarden Dollar neue Bitcoin kaufen und das natürlich auf Pump. Ein super Geschäftsmodell, das als Ponzi-Schema bisher sehr schön funktioniert hat. Nicht, wir hebeln und hebeln und hebeln und die Leute kaufen und kaufen und kaufen. Es geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung. Ja, was ist denn mit den steigenden Verlusten im KI-Bereich? Warum verliert Meta? Weil der Zuckerberg eine neue Brille braucht. Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich Servus und Ciao.